Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rusel, eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe auf der FIBO natürlich auch mir nicht nehmen lassen, den Mann hinter der Marke ZEC Plus, ihr wisst, ZEC Plus Supplements und so weiter, zu treffen und ihn Beverly Hills Cop mäßig, Eddie Murphy mäßig in einem Lieferwagen Backstage zu schnappen und mit ihm zu reden, um es so zu sagen, wie Farid das sagen würde. Wenn du so breit werden willst wie Farid, brauchst du Pumpdown. Davon habe ich 10 Stück bekommen zum Verlosen. Am Ende der Sendung erfährst du, wie du das frisst, wie du das kriegst auch. Was ich euch noch sagen wollte ist, wir reden auch über die Stiftung, die nämlich Matthias zusammen mit Kollegen, ihr wisst, die Anpacker-Stiftung, da gab es ja dieses Video vor einigen Monaten, wo die in Palästina waren und so weiter. Darüber haben wir auch gesprochen, die Verbindung zu Farid, Hip-Hop-Szene, Aseitas, wie kommt das alles? Und am Ende der Sendung erkläre ich dir, wie du 10-mal ZEC Plus Pakete bekommen kannst. Jetzt erstmal viel Spaß, ich halte das Intro kurz. Wir haben gerade hier kurz... Ja, gerade wird dir eine Story erzählt, dass ihr dachtet, dass ihr ausspioniert wird. Ist das auf Messen immer noch so krass? Dass man ausspioniert wird? Nee, hört man das? Kann man jetzt so also, okay. Ja, schon. Nee, eigentlich nicht, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Kann sein, dass die Konkurrenz auch vorbeikommt. Es gibt ja in Düsseldorf, wenn Brot ist oder so, habe ich von einem Kollegen, der da arbeitet, gehört, Chinesen werden da extrem beäugt. Also Chinesen werden da extrem beäugt, also aus China Chinesen, ja, weil die halt extrem Industriespionage machen. Aber ich glaube, das ist bei Schiffen so, ne? War das Schiffe? Habe ich auch mal gehört von einem. So, ja. Ne? Weil, aber die werden ja da erst ausgestellt. Unsere Sachen siehst du ja online. Du kannst ja jedes Rezept gerade sagen. Wird eh alles kopiert. Das kennt man ja auch. Das ist ja auch kein großes Geheimnis. Mhm. Das, was im Supplements drin ist, was jetzt BCA, das haben doch alle Firmen. Was ist denn das Geheimnis bei ZEC Plus dann? Ich glaube, das Geheimnis vor allem im letzten Jahr war, dass ich halt aufgeklärt habe, dass viele andere ihre Sachen strecken, ne? Und dass man bei ZEC Plus halt vertrauen kann. Heißt jetzt nicht, dass alle anderen scheiße sind, aber es gibt halt viele, die scheiße sind. Und bei ZEC Plus, das hat so ein Vertrauen aufgebaut, dass man bei uns weiß, dass wirklich das drin ist, was draufsteht. Und ein paar innovative Sachen hat man schon. Ne? Ab und zu macht man... Sag mal eins. Wo ich zum Beispiel... Eher auf dem Channel von mir, ne? Nicht auf dem Sport-Channel. Nee, wo ich halt Wert drauf lege, zum Beispiel, ich bin halt der Meinung, dass gerade bei diesen Boostern wie Pumpdown, Kickdown, das sind so Pre-Workout-Booster für vor dem Training, die wenigsten das so hoch dosieren wie wir, weil die meisten da probieren, eine kleine Dosis reinzumachen mit viel Koffein, das ballert dann, ne? Und jemand denkt, für 40 Euro kriegt er was. Und wir legen halt Wert drauf, dass alles hoch dosiert ist. Wir legen Wert drauf, dass alles made in Germany ist. Wir legen Wert drauf, dass alle Produkte sauber sind. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Also, aber richtig also kopieren, nicht, man, da kann man nichts. Würde man das nicht nach einer Zeit merken, wenn da nur Koffein drin war und das gar nicht gewirkt hat? Nee, gerade bei Boostern halt nicht, weil die Leute halt einfach, weil es einfach ballert. So. Vielleicht ja, der Hardcore-Athlet schon. Ich glaube sowieso, dass halt so bei den Sachen, kommt es ja auf den sportlichen Leistungsstand an. Ne? Dass halt normale Kiddies, die einfach nur, die eh nicht richtig trainieren, den ballern die halt viel Koffein rein. Du kannst halt viel Koffein reinmachen und sonst nichts theoretisch oder halt illegale Stimulantien. Aber das musst du ja draufstehen, oder nicht? Oder ist dann, auch nicht dann immer lügen so. Die, oder was? Die lügen immer. Okay, dann also bei den Inkredenzien, da wird straight gelogen. Ja, guckst du nicht meine Videos? Ich sag dir ganz ehrlich, du bist einer der einzigen oder der wenigen, die mir Konkurrenz machen in Länge der Videos. Wir sind vorhin mit Malik, deinem Geschäftspartner, sind wir übers Feld, der hat mir ein paar Sachen gezeigt und dann habe ich ein, zwei Marken tatsächlich wiedererkannt, nur wegen dir, weil du die immer in Videos beleidigt hast. Oder sagen wir mal so diskreditiert oder aufgedeckt oder was du sagst. Und ich kenne da sonst nichts, ich kenne ja nur euch. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe Malik auch vorhin gesagt, das Geile bei euch ist, ich kenne dich ja schon so lange, wir kennen uns ja fast, solange es ZEC gibt, auch durch die Hip-Hop-Szene und so. Das Geile bei euch ist dieses Gang-Gefühl. Auf jeden Fall. Ihr vermittelt halt nicht nur, hey, du kaufst Produkt, ciao. Ja, ja. Das habe ich auch, das war auch am Anfang der Plan. Also ganz am Anfang, das glauben... Das ist nicht so einfach... Nee, die Leute glauben das nicht, das hört sich auch irgendwie arrogant an, wenn man sagt, das war wie so eine Vision, aber das war meine Vision. Vor allen Dingen, ich bin auch persönlich so, dass ich lieber nur mit Freunden arbeite und Menschen, die ich mag. Das ist einfach so ein Tick von mir. Und es soll auch eine Gang sein und wir sind ja auch eine Familie. Ich meine, du warst da, ne? Jeder kommt mit jedem klar. Wir sind nicht wie bei anderen Ständen, wo dann alle sich gar nicht kennen, sondern du kennst ja auch jeden im Prinzip. Ja. Du gehörst ja auch schon fast zur Gang, natürlich neutral. Deswegen bin ich ja hier auch. Genau, ne, weil es ist ja schon eine Freundschaft auch zwischen uns und auch mit den Jungs. Du kennst ja eigentlich jeden, der da ist bei uns und zum Team gehört, oder? Und das Geile ist, ich wollte gerade sagen, jeden, den ihr quasi holt, ob das Farid ist, ob das die Asata sind, ich kenne die, du kennst hier und das sind keine so, wo man sagt, das passt gar nicht zu denen. Nee. Das sind immer seit Jahren dieselben Jungs. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte das eben im Interview übrigens auch, wurde ich gefragt. Also wir haben eigentlich alle,
die seit Anfang an dabei sind, Farid, Kollega, Majo, Azai Taz, auch andere Athleten sind heute noch dabei. Ne? Und das ist eigentlich wirklich selten bei Firmen. Ne? Die meisten Firmen ist das ja so ein Kommen und Gehen. Man sponsert ein Jahr oder den, dann man, den. Bei dem, ja, oder die suchen jedes Jahr oder jede Woche für Woche, Monat für Monat neue Leute, Influencer, machen da eine Kampagne. Genau, genau. Wie suchst du dir die Leute raus, damit die im Team sind? Wir suchen jetzt gar keinen mehr. Unser Team ist voll bei Sekt Plus. Ja. Wir haben natürlich diese neuen Frauenmarke, die du vielleicht gesehen hast. Da natürlich schon. Da ist ja auch eine neue Marke. Da fächern wir breiter. Ne? Aber Sekt Plus, das ist ein Team. Da stand ja auch oben Hashtag We Are Family, We Are Sekt Plus. We Are Family hat auch gepasst. Und so bleibt das auch. Es sei denn, es kommt jetzt jemand Cooles. Ne? Gut, zum Beispiel der Christian Eckerling war dieses Jahr neu dabei. Der gehört halt zu den Azatars. Ein langjähriger Freund von denen. Der ist eigentlich auch schon vorher dann zu. Bei Abo verfolgt oder bei Lüge, dann weiß man, also das ist kein Fremder jetzt. Genau, der gehört ja auch zu den Jungs. Das heißt, also ist kein Fremder. Ja. Als Fremder wird es sehr, sehr schwer, bei Sekt Plus reinzukommen. Vor allen Dingen nach halt auch so Sachen wie mit Phil, die ja die, ich glaube, ich auch die Hip-Hop-Fans mitbekommen haben, weil Farid involviert war, wird es noch schwerer, ins Sekt Plus-Team zu kommen. Ne? Ja, ich habe ein bisschen über Farid und so, kann man halt über dich und Farid kriegt man so ein bisschen Einblick, was eigentlich in dieser Szene los ist. Ist nicht viel anders als bei der Hip-Hop-Szene. Mit auch viel Nektratsch und Beef und bla. Und manchmal macht das auch Spaß. Manchmal habe ich das Gefühl aber bei dir, wenn du deine Videos machst und über die Inhalte redest, also die Stoffe und so, dass es dir voll ernst ist und dass du da voll durchdrehst. Könnte man nicht auch sagen, hey Matthias, verdiene dein Money, lass doch die Leute machen, was die wollen. Ich bin krank in der Hinsicht, ich bin wirklich krank. Ich schwör's dir, das sagt doch jeder. Wenn du den Fahrrad fragst, wird er dir sagen, ey, der Matthias will lieber irgendwas aufdecken und da irgendwie sich mit irgendeiner Firma streiten, als 100.000 Umsatz zu sagen. So sagt er das immer. Und so ist das wirklich. Das wird so ein Tick. Am Anfang war das eigentlich, ich kann auch erklären, wie das kommt. Erstens war ich selber jahrelang Konsument und war so richtig penibler Konsument. Ich hatte immer Angst, dass irgendwas gestreckt ist. Das war wie vielleicht ein bisschen paranoid bei so Sachen. Und dann bei Sekt Plus am Anfang habe ich alles ehrlich gemacht und viele haben beschissen und haben dann bessere Werte gehabt und haben besser verkauft. Dass ich immer dachte, und dann kamen Kunden zu mir und sagen, wieso hast du nicht diese Werte? Ich sage, weil das nicht geht. Und die sagen, du bist ein Lügner. Die haben das doch auch. Das steht drauf. Und ich dachte, irgendwann habe ich so einen Hass bekommen. Ja, das dachte ich, Tabula Rasa, egal. Jetzt habe ich 40 Klagen gehabt, die aber fast alle gewonnen wurden. Egal, ich ziehe durch. Weil oft wirst du auch verklagt, wenn du im Recht bist, weil das natürlich, die probieren natürlich, dich über finanzielle Mittel klein zu halten. Ja, genau. Ne? Und deswegen. Und dann wurde es so ein bisschen zum Tick, dass man sagen kann, okay, jetzt bin ich da voll drauf ein. Der ganze Sport ist ein bisschen, wenn wir jetzt, also ne, man kann das jetzt nicht in einem fassen, weil Azar Taz so zum Beispiel, die sind ja MMA-Kämpfer, das ist ja kein Bodybuilding, aber dieser ganze Sport, Bodybuilding, ist ein sehr undankbarer Sport in vielerlei Hinsicht. Ne? Total. Einerseits muskelmäßig, masseaufbaumäßig, andererseits auch, du gehst ins Studio, was weiß ich, du trainierst wochenlang, du guckst deine Ergebnisse, dann kommt einer, der ist so doppelt so breit wie du, dann stellt sich die Frage, boah, soll ich auch mit Stoffen anfangen? Ja, soll ich mit illegaler? Dann, ich kann mir schon vorstellen, dass das psychisch voll der Druck ist und voll die Auseinandersetzung mit einem. Ne? Ich glaube, das größte Problem ist halt auch, dass du halt nichts verdienst in Bodybuilding jetzt. Ne? Das heißt, die ganzen Wettkampfathleten müssen noch gucken, wie sie die Wettkämpfe bestreiten. Und das ist natürlich richtig krass. Diese Supplements sind nicht genau, billig, ja. Ne? Und im Ende auch nicht nur Supplements. Und auch teilweise essen die für 800 Euro im Monat nur Pute. Ey, ich wollte gerade sagen, du musst ja auch viel einfach essen. Ey. Naja, also ist schon krass. So. Aber auf der anderen Seite, ich meine, jeder sucht sich auch selber aus, was er macht. Und ich denke, die YouTuber haben Glück, die haben eine riesen Reichweite, verdienen dadurch Geld. Ein normaler Bodybuilder, der kein Social Media macht, hat auch gar keine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Und die Wettkampfgagen sind sehr niedrig. Meistens bezahlst du noch mehr Antrittsgage, als du bekommst. Deswegen ist das schon ein undankbarer Sport, aber das sollte man sowieso für sich selber machen. Also wer Bodybuilding macht, es gibt nur 6 Bodybuilder auf der Welt, die wirklich Geld verdienen. Das heißt also, auf diese Milliarden Menschen, Millionen Menschen, die Bodybuilding machen, auf der ganzen Welt, ist die Chance verrückt, zu klein, ja, weißt du? Kleiner sogar als Rapstar zu werden, kleiner als Boxer zu werden. Es gibt wirklich nur 6, die was verdienen, weil das wirklich halt so ein Sport ist. Aber hier ist ja auch nicht nur Bodybuilding, muss man sagen. Ja, das wird FIBO wird sehr, also von außen Leute, die nicht herkommen, die sich nicht auskennen. Ich kann nur empfehlen, kommt mal her. Ich habe auch ein ganz anderes Bild bekommen. Wenn es nicht um euch ginge, ich wäre ja gar nicht hier, weil mit dem Bauch hier, da lassen die mich gar nicht rein. Es geht halt nicht nur um Bodybuilding. Und ich habe das Gefühl, Bodybuilding nimmt immer mehr ab. Also dass dieses einfach krass Muskelmasse, diese Arnold Schwarzenegger Berge sein, das ist doch gar nicht mehr in, oder? Jein, es gibt schon noch welche, die das geil finden. Es kommt doch gerade wieder so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ne? Ich glaube, ja, zeitweise war das weg. Hier kommt es noch mal ein bisschen, aber auf die ganze Welt gesehen natürlich, es ist einfach so Gefühl, lean Fitness. Sein. So, ja, so wie so ein bisschen wie damals, glaube ich, wie heißt der, Brad Pitt in Fight Club, so das Idol von allen. Ja, und genau. Heute ist so plus 10 Kilo vielleicht, ne? Dass man noch so, oder vielleicht plus 5 Kilo. Ja, ja. Nee, das Idol, so wie zum Beispiel, wen haben wir, den wir alle kennen? Ich kenne jetzt viele Fitness, die du nicht kennst. Sag mal auf die Leute ruhig, aber Fight Club, das ist... Entweder Lasse Angelov,
ne? Lars der Angelov, den kenne ich sogar auch, weil er bei Facebook eine krasse Reichweiten hat, weil er immer geteilt wird und ja, genau. Weil er ist, ist er so ein Vorbild? Weil er so gut aussieht. Ich glaube, bei dem ist wirklich, weil er gut aussieht einfach und die Frauen stehen auf denen und die Typen wollen aussehen wie er. Ne? Ja. Also der ist, und er hat halt, und was natürlich aussieht, der hat glaube ich diesen Körper, der ist wahrscheinlich auch nicht natural, ne? Weil einfach, wieso sollte er, verdient Geld damit, also nimmt er was, ist einfacher, ist einfach so, das ist einfach ein Fakt. Ich dachte wirklich, also entschuldige mich, ich da unterbreche, ich wollte nur sagen, ich dachte, das wäre natural, weil er so wenig aussieht. Also er sieht aus wie durchtrainiert, aber jetzt nicht so, wie... Es könnte sein, dass er gute Gene hat, aber meiner Meinung nach ist halt jeder, der Geld verdient und in seiner Sphäre ist, macht das einfach, zumindest eine Kleinigkeit halt. Aber das würde ich so sagen, ist heute der Traumkörper für die Leute. Ja. Und hier, die meisten sind sogar schmaler, aber das, was sie anstreben, und halt nicht mehr dieses Extrembreite. Auch die Klamotten sind ja nicht mehr so geschnitten heute. Früher haben Pumperhosen, gibt es nicht mehr. Alle tragen engere, gibt es einfach. Pumperhosen, das waren noch Zuhälterhosen. Ja. Also das ist ja übrigens meine 8. Fibo und vor 8 Jahren war ganz anders. Ja. Pumperhosen, Testosteron geladen, alle keine Frauen, nur Männer, alle Stirnacken, alle auf Testo. Ganz andere Gespräche. Heute ist es wie auf einer Hip-Hop-Party. Durch uns natürlich auch, aber auch insgesamt. Ihr habt das ja hip-hopisiert. Also. Ja, wir haben das Fibo auf jeden Fall verdorben. Man merkt auch, am Freitag war ja Fachbesucher nur, aber bei euch war trotzdem, als ob Ausnahmezustand war, weil natürlich ihr habt die richtigen Leute am Start. Warum? Ja, seit so vielen Jahren, dass du das machst, warum checken die anderen nicht, hey, wir müssen mehr das Marketing umändern? Ach, die anderen machen auch, glaube ich, marketingtechnisch. Also man kann das ja nicht nachmachen. Haben die alle, YouTuber ne? halt, aber man kann das nicht nachmachen. Das ist die Mischung aus allem. Also natürlich, an erster Linie stehen da Fahrrad und Kollega als Testimonials, die die Reichweite generieren auf der FIBO. Auch online ist natürlich ganz klar, aber auch die Mischung macht's. Weißt du, das ist so das Teammäßige. Ja. Jeder ist mit jedem, die AZHs sind ja auch so, wir sind halt ein Team, weißt du? Alle sind ein Team. Du kommst hier hin, wir reden wie Freunde. Und das macht auch nochmal die Mischung aus, ne? Und dann bin ich jetzt selber noch ein bisschen in die Öffentlichkeit geraten, dass wir mich auch kennen und dann, wir sind alle zusammen. So, das ist halt das der Unterschied, glaube ich. Weil man kann jetzt irgendwie einen Star holen, kann sich doch Klitschko buchen, ne? Dann kommt er eine Stunde, ist der Stand aber eine Stunde ist voll. Das ist Team, das ist, jeder weiß, der ist, man kriegt und dann sind die eine Stunde, dann sind die weg. Ja, bei uns kommen die zur wegen Fahrrad, aber dann gucken die noch, bleiben, reden mit allen anderen. Ist halt so eine Harmonie und ich glaube, das kann man nicht nachmachen. Plus, ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass die anderen sind, alle, die hier sind, sind so stinknormale Geschäftsleute. Ich bin der Einzige hier im Jogginganzug wahrscheinlich, die haben alle einen Anzug an. Die kommen gar nicht darauf klar. Die kennen diese Welt gar nicht so, weißt du? Ich muss sagen, dass die FIBO in Deutschland ist, ist natürlich super geil für dich, ne? Klar, weil es ja die größte Bombe, ne? Ja. Aber was ist denn, fährst du noch oder macht ihr auch sowas im Ausland? Seid ihr unterwegs? Ja. Wir haben jetzt ein paar ausländische Handelsvertreter und probieren noch mehr zu machen, aber eine Messe oder so nicht. Das ist ja, lohnt sich dann das nicht, lohnt sich dann nicht. Und wenn wir einen Handelsvertreter haben, läuft das halt so, dass jemand die Rechte für das Land hat, Ware bei uns kauft, dort verkauft, und dann macht das selbst, ist es sein Bier. Ja, genau, ne? Ja. Und wir probieren das immer mehr, aber ich bin so ein Mensch, der sagt, man soll nicht so viel auf einmal wollen, wenn man dazu gierig ist, dann geht alles kaputt. Deswegen habe ich erstmal einen Online-Shop aufgebaut. Jetzt haben wir in Deutschland probiert, die Händler zu erweitern. Jetzt probieren wir langsam im Ausland Fuß zu fassen. Jetzt nach 4 Jahren, wo man so eingespielt ist. Man muss alles so langsam aufbauen. Und wenn wir Glück haben, sind dann in 2-3 Jahren sind wir dann in vielen Ländern vertreten. Ne? So richtig typische deutsche Tugend. Ne? Kleine Brötchen backen, langsam groß werden. Und nicht ich weiß gar nicht, ob deutsche Tugend ist, ob nicht an sich eine gute Tugend ist. So. Also ja, vielleicht eine deutsche Tugend. Nee, es ist an sich auf jeden Fall eine gute Tugend. Aber das sagt man Deutschen nach. Also ich dachte, du wolltest gerade sagen, dass die Ausländer so schnell... Nein, ich wollte sagen, das ist eine Tugend, die man bei euch abgucken kann. Ja. Aber ist eine deutsche Tugend, dass man kleine Brötchen backt nacheinander? Das ist auf jeden Fall ein Spruch. Ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ich bin Iraner, Bruder. Ich habe gar keine Ahnung von dieser... Ich finde, das einfach die richtige Geschäftstaktik. Ne? Wie ein Geschäft liegt immer im Folgegeschäft. Es gibt natürlich auch... Stück für Stück. Ja, jetzt rein geschäftlich gesehen, die Internet-Startups machen das ja genau andersrum. Ja. Schnell groß werden und dann Exit. Oder halt dann breit werden. Da gibt es auch viele. Zalando ist deutsch, oder nicht? Zalando, auf jeden Fall. Ja. Ist ja auch so eine Expansionsgeschichte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie typisch deutsch sind, aber das sind Deutsche. Mhm. Die Somewhere Brothers. Mhm. Vielleicht investieren die auch mal in dein Zweck. Vielleicht. Ja, man weiß es nicht. Ja gut, lass uns noch 1-2 Sachen durchgehen. Mhm. Wie sieht's aus mit der Frauenmarke? Willst du dich jetzt dahinter klemmen oder suchst du dir dann auch ein Frauengesicht sozusagen? Haben wir schon quasi. Die Sunny, die heute am Stand war, die wird sich ein bisschen drum kümmern, die wird ein bisschen das Gesicht sein. Also Athleten gibt es mehrere, aber die wird sich auch wirklich drum kümmern zum größten Teil. Also, genau, das ist ja wichtig, dass man auch wirklich Social Media mit uns zusammen die Produkte entwickeln. Das macht man natürlich eben Team auch. Jetzt den Stand hat die quasi geleitet.
Seite, den Female Plus Stand. Was gibt es noch zu machen? Alles mögliche halt. Also alles, was anfällt, aber auch gleichzeitig Gesicht sein, auch Videos dazu machen. So, weil das wär, ich bin ja auch so das Gesicht von Sek Plus geworden. Am Anfang gab es mich ja nicht. Ja. Aber es wäre unauthentisch, wenn ich das machen würde, wenn ich in so einem rosa, mit so einer rosa Dose Video mache. Deswegen sage ich es ja. Ist das immer noch so? Wie ist das hier wie bei der Spielemesse, wie bei so Gamescom und so, dass man sagt, ja, Frauen kommen immer mehr, aber es ist immer noch bei 20% vielleicht? Ich schätze 20% von da. Kann sein, mehr wird es aber auch, glaube ich, nicht. Es ist schon viel mittlerweile. Ich glaube, der Hype ist auch vorbei. Es bleibt jetzt so, Fitness bleibt jetzt so. Die Leute, die es machen, also es gab ja einen Hype die letzten vier Jahre. Und jetzt glaube ich, es läuft noch weiter krass, aber das ist jetzt nicht mehr so, dass so viele neu dazukommen, glaube ich. Oder genauso viele gehen wieder, ne? Die heiraten dann, dann hören die doch auf oder so. Aber es gibt schon viele Frauen. Feind. Also, lass uns mal über eine kurze Sache reden, bevor wir uns verabschieden. Man muss sagen, Freunde, nur dass ihr es wisst, wir sind sehr, sehr lange schon auf. Seit Tagen. Ich hoffe, man sieht es auch. Ja, in den sehr fertig auf jeden Fall. Aber eine wichtige Sache noch, und zwar, du hast mit Kollegen zusammen nicht nur dieses Sek Plus Ding, sondern ihr macht ja auch zusammen diese Stiftung, die bekannt wurde durch die Doku, die der Kollege veröffentlicht hat. Die vorher schon geplant war. Die Doku, das war wie der erste Teil der Stiftung, aber weil die Stiftung nicht so schnell zu gründen war, hat es dann nicht mehr zur Stiftung gehört. Das, juristisch hätte man das auch nicht sagen dürfen. Ne? Ah, okay. Das war aber so wie der Startschuss. Das war aber ein Kollegas Projekt so gewesen, weil er hat es auch schon vorher geplant, zusammen mit Malek. Ja, ne? Ich wollte eigentlich auch mitfliegen, konnte aber zeitlich nicht. Aber war auch okay so. Ne? Das war dann so das Projekt, dann die Anpacker-Stiftung. Ich bin ja eh so ein bisschen im Hintergrund. Kollege ist ja viel bekannter als ich. Er musste auch im Vordergrund stehen. Ich kümmere mich so ein bisschen ums Organisatorische. Man weiß auch, dass ich auch dabei bin, aber Kollege ist natürlich viel, viel bekannter als ich und muss dann auch da im Vordergrund stehen. Diese Sache war aber jetzt eigentlich unabhängig von der Stiftung, aber das war so wie die Ankündigung. Ja. Aber da wird auch bald noch mehr bekannt gegeben. Das war ein ewiger Prozess. Beschlossen wurde das letztes Jahr im Mai. Und das ist wirklich juristisch und ist auch nicht juristisch auch keine Stiftung, sondern eine gemeinnützige GmbH. Man sagt aber so Stiftung im Wortlaut. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Riesenaufwand. Die ist jetzt noch nicht ganz fertig, beziehungsweise wir haben unterschrieben. Das ist ganz so einfach, sowas zu gründen. Wir haben sehr, sehr schwer. Gerade wenn du nach Palästina oder so was machen willst. Das war die größte Hürde übrigens, weil wir uns natürlich sehr dafür interessiert haben. Wir waren Anpacker, ist ja dafür, auf der ganzen Welt anzupacken. So kam der Name. Ne? Und wir wollen halt in jedem Land und bei jeder Religion helfen. Ne? Und dann sind aber so Sachen wie Palästina, Syrien, sind sehr, sehr schwer. Das ist der deutsche Staat. Das ist fast schon ein bisschen rassistisch, muss ich sagen. Gerade bei Palästina haben die noch höhere Auflagen. Warum? Was? Ich weiß nicht. Das sagen die einfach vom Finanzamt. Also vielleicht politisch andere... Keine Ahnung. Ich war schockiert erst, dass das Finanzamt sagt, oh, Palästina ist aber gefährlich zu spenden. So. Also irgendwie ist das ganz komisch. Und es war ein riesen juristisch-bürokratischer Akt. Wir haben jetzt unterschrieben, vor 3-4 Wochen haben wir unterschrieben. Jetzt sind wir gerade dabei, du musst dann noch ein Bankkonto gründen, dann machen wir die Homepage. Ne? Die Bankdaten sind jetzt, also ist jetzt alles diese Woche fertig, glaube ich, mit Unterschriften. Müssen ja alle immer unterschreiben. Und ja, sobald wir dann... dann kriegen wir nochmal vom Handelsregister so einen Auszug und dann kann die Homepage online gehen und dann geht's los. Und dann werden mehrere Projekte natürlich kommen. Ne? Also können wir dann, ich hoffe dann, vielleicht füge ich das in die Beschreibung nach, die Daten, wenn sich jemand jemand supporten will finanziell. Man kann ja aber spenden, wo? Auf jeden Fall, es wird eine Homepage geben. Man kann dann per PayPal oder per Bank spenden. Ne? Natürlich auch mit Spendenquittung, alles ganz normal. Ne? Und wir werden natürlich auch Aktionen machen. Charity-Veranstaltungen. Wir hatten eigentlich vor, bei der FIBO was zu machen. Ne? Auch ein Teil der Einnahmen. Und wir wollten eine Aktion hier machen. Aber der Kollege war jetzt auf Tour und ist einfach noch nicht fertig. Und das ist auch wirklich so, man darf auch vorher nichts machen. Ne? Okay. Also man dürfte jetzt noch nicht mal... Die sind wirklich ganz streng, weil scheinbar schon in der Vergangenheit Leute mit Stiftungen und Steuern hinterzogen haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen genau, ist und deswegen okay, ist das mega streng. Also du könntest mir jetzt keine 50 Euro geben, die ich dann später einzahle und sage, das muss alles sehr bürokratisch sein und deswegen dürfen die ersten Aktionen erst losgehen, wenn alles steht. Ja, das wird bald kommen. Wir haben vor, eine Kampfsportveranstaltung machen als Charity, ne? Um auch zu zeigen, Kampfsport fürs Gute zum Beispiel, Fußballveranstaltungen, Konzerte. Nächstes Jahr FIBO auf jeden Fall wird das auch eingebunden. Ne? Wir wollen da viele Sachen machen und natürlich die Menschen können auch dauerhaft einfach so spenden natürlich. Ne? Ja gut, dann bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Dann ich werde euch informieren. Bis dahin können wir uns ja vielleicht nochmal sehen, wenn die Stiftung dann richtig, richtig am Start ist. So, Freunde, das dazu. Ich würde sagen, danke für deine Zeit. Ich falle jetzt tot um. Wir gehen jetzt essen, wa? Auf wessen Nacken? Auf Sek Plus Nacken natürlich. Ja! Ich würde das übrigens einmal hören. Einmal auf meinen Nacken. Auf meinen Nacken geht nicht, Bruder. Letztes Mal waren wir ganz schön essen. Wir sind einfach abgehauen, glaube ich.
Oder wir haben uns letztes Jahr auch letztes Mal haben wir da auf der Treppe noch 2 Stunden geredet. Ah, da wollten wir zuerst, genau, dann war irgendwie Dings. Ja. Nee, da sind wir nach Dings gefahren zum Essen, nach ins El Pacho, nach Prühl und dann war das zu weit ich oder so, irgendwie sowas. Das ist ja auch dauernd. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Easy. Zweite Jahr schon, bis jetzt auch schon. 4 Jahre gibt es Sekt Plus, ja. Das heißt, Bruce ist schon 50% der Zeit im Sekt Plus. Eigentlich bin ich die ganzen Jahre schon dabei, ja. Aber nur ich war 2 Mal auf der Fieber. Genau, weil genau, ich habe genau, ja schon immer Sekt Plus, haben wir ja bei hiphop.de haben wir eine Geschichte. Ach also, stimmt, hiphop.de haben wir ja schon seit Tag 1. Ja, sogar. Wollte ich gerade sagen. Erich war immer die Shirts auch supportet. Ja, wir haben euch immer supportet, das stimmt. Wir sind schon ein Team. Ja, vielen Deswegen, Dank, dass du hier warst. Ja, cool, Alter. Ich freue mich und wir sehen uns, Freunde, im Outro wieder. Vielleicht ist der gute Matthias bereit, hier irgendwas auch zu rauszuhauen für euch zur Verlosung. Dann habt ihr auch was davon. Ja! Paket. Und noch abschließende Worte. Vielen Dank an alle, die da waren, weil da waren auch, glaube ich, viele Hip-Hop-Fans, die mich durch die Rapper halt kennen, weil die meine Sachen noch teilen zum Teil. Vielen Dank für eure Worte. Vielen Dank, dass ihr Fotos gemacht habt. Und vielen Dank dafür, wenn ihr halt so Sachen sagt, mach weiter mit deiner verrückten Masche, die du da durchziehst. Das baut so ein bisschen auf, gibt Motivation. Ja. Dankeschön. Danke an das gesamte Sekt Plus-Team, die mitgewirkt haben. Und danke an hiphop.de. Yes. Beste Hip-Hop-Sendung. Yes. Danke, Freunde. Und wir sehen uns im Outro wieder. Freunde! Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ja. Was sagt ihr zu der Stiftungsgeschichte? Ja, Stiftung Matthias mit Kollege zusammen die Anpacker-Geschichte. Möchtet ihr da gerne, ich weiß nicht, spenden? Ich weiß gar nicht, ob man jetzt schon spendet. Wie gesagt, ich muss es in die, wenn, dann schreiben wir in die Beschreibung, wo du dich dann melden kannst. Und wenn du sagst, ey, ich habe noch 5 Euro, ich habe 10er, ich möchte 1 Euro spenden, egal. Ne? Geld ist Geld, supporten ist supporten. Jetzt aber natürlich für euch was. Ja, 10-mal Pump Down. Ich werde mal hier so ein Bild reinmachen, falls du nicht weißt, was es ist. Das braucht man für vor dem Training, um nochmal Energie zu tanken. Wurde mir gesagt, wie immer eigentlich poste ich dieses Video auf meiner Facebook-Page und auch auf Twitter. Ihr teilt bei Facebook und bei Twitter und dann suchen wir einfach 10 Leute raus und dann kriegt ihr einfach was von Zack. Ja, danke Matthias, Grüße an dich, Grüße an das ganze Zack-Team. Es kommt noch, wenn euch das interessiert, Freunde, noch ein Video. Das war ein sehr gutes, schönes, ausführliches Video mit den MMA-Fightern, den Azatars. Und ja, das kommt die nächsten Tage. Jetzt erstmal danke fürs Zuschauen, Freunde. Gangzeichen, damit ihr wisst, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung. Es ist am Ende des Tages keine Pumper-Sendung. Vielleicht mache ich mal mit Matthias für Roosevelt aber dann. Richtig so ein 3-Stunden-Talk über alles. Aber dann, boah, ihr wisst, danach diese Unterlassungsklagen regnet. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Like das Video. Ja. Und vergisst nicht, lasst es euch gut gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr das Video seht, aber lasst es euch gut gehen und genießt das Leben. Isst ein Avocado. Eine ganze.